kannst dir wirklich Biografien durchlesen von Menschen, die wirklich Schweres durchgemacht haben, von Menschen, die aber auch erfolgreich geworden sind. Die haben immer einfach mehr gegeben. Die haben immer einfach ein bisschen mehr gemacht, die haben das Beste daraus gemacht und immer das Beste zurückbekommen. Ich kenne keine Person, die langfristig erfolgreich ist und glücklich ist, die nicht eine lange, lange Zeit ganz, ganz viel. Hallo und herzlich willkommen zu einer Podcast-Folge hier auf diesem Kanal. Sehr schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, alle, die auf YouTube zuschauen, ihr seht schon, ich bin in einer etwas anderen neuen Location. Liegt daran, dass ich gerade meine Family besuche. Aber ich sitze wieder um 23.23 Uhr, weil es keine Ausreden gibt. Ich liebe es einfach, Podcasts aufzunehmen. Und ich habe euch ein Versprechen gegeben, mindestens 30 Tage jeden Tag einen Podcast hochzuladen. Und ich glaube, wir sind schon drüber. Also, ich glaube, ich habe jetzt schon länger als 30 Tage einen Podcast aufgenommen. Aber ich muss sagen, es gefällt mir. Und ich bekomme so viele geile Rückmeldungen. Und ich glaube, es ist auch einfach eine super Möglichkeit, wie ihr einfach, dass ihr einfach mal einen Einblick bekommt, wie ich denke, wie ich auch am Ende des Tages mit Kunden und weiter zusammenarbeite. Deswegen ja, freue ich mich heute auf die weitere Folge. Und worum soll es heute gehen? Also vielleicht da nochmal eine kleine Sache. Ich entschuldige mich schon mal für ein bisschen für den Hall. Ihr merkt ja, also der Raum ist nicht so wirklich voll. Es ist nicht so die heftigst eingerichtetste Wohnung. Aber da kann ich auch schon ein bisschen spoilern. Es geht bald in eine richtig geile eingerichtete Wohnung. Nämlich, wir sind nämlich umgezogen, eine ganz neue eigene Wohnung. Und dazu aber dann vielleicht irgendwann mal mehr. Auch da die Erfahrung, die Story dahinter ist auf jeden Fall auch verrückt. Wirklich verrückt. Aber dafür vielleicht später mehr. Worum soll es heute gehen in dieser Folge? Heute soll es darum gehen, naja, wie du besser mit Druck umgehen kannst. Weil ich habe das tatsächlich durch die Bank weg bei sehr, 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 sehr vielen Menschen, mit denen ich teilweise zusammenarbeite oder halt auch einfach nur in Kontakt bin, gemerkt, dass sehr, sehr viele sich oft sehr, sehr viel Druck machen. Und ich möchte diese Podcast-Folge einfach mal für euch nutzen, um euch mitzugeben und auch vielleicht auch zu erklären, warum es keinen Sinn macht, sich Druck zu machen und was ihr stattdessen machen solltet. Ja, deswegen, ich freue mich auf die Folge und ich würde sagen, ihr kennt mich, ich schnacke am Anfang nicht viel rum, wir starten direkt rein. Also, warum macht es keinen Sinn, sich Druck zu machen? Erstmal vielleicht grundlegend. Warum macht es keinen Sinn? Warum mache ich überhaupt eine Podcast-Folge darüber? Warum will ich dazu was sagen? Weil ihr euch keinen Druck machen müsst. Aber warum müsst ihr euch keinen Druck machen? Ich erkläre es euch folgendermaßen. Im Prinzip dürft ihr verstehen, wenn ihr es noch nicht verstanden habt, dann werdet ihr es nach der Podcast-Folge erfahren, wenn ihr mal das Bewusstsein drauf lenkt. Aber ihr solltet wissen, die Welt, in die ihr lebt, in die ihr lebt, ist sehr, 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 sehr fair. Ja, es gibt Dinge, die kannst du nicht beeinflussen. Aber alle Dinge, die du beeinflussen kannst, sind super, super fair. Bedeutet für dich, wenn du gerade in der, in Anführungsstrichen, Scheiße sitzt oder wenn du gerade im Schlaraffenland sitzt, dann ist das alles nur passiert, weil du etwas getan hast. Du hast eine Ursache in Gang gesetzt für eine gewisse Wirkung, die sich jetzt zeigt. Aber Erfolg ist kein Zufall. Langfristiger Erfolg vor allem. Also wirklich langfristiger Erfolg auf lange Sicht, das ist niemals Glück. Das ist nicht irgendwie einfach so. Nein, wirklich langfristiger Erfolg, das ist kein Zufall. Und das klingt jetzt vielleicht erstmal für viele erstmal ein bisschen komisch oder auch hart, aber ich will es euch einfach ganz ehrlich frei raus sagen. Die Welt ist super fair und ihr werdet immer das am Ende bekommen, was ihr verdient. Okay, diese Aussage kann vielleicht so ein bisschen für Verwirrung sorgen. Vielleicht denken sich jetzt auch viele, aber hey, Menschen werden geistig oder körperlich behindert geboren. Wie kannst du das sagen, dass jeder auf die Welt kommt und ja, mit das bekommt, was er verdient? Oder im Gazastreifen sterben Kinder. Wie kannst du sagen, dass jeder das bekommt, was er verdient?
Ich meine das auf alle Dinge bezogen, die du am Ende des Tages verändern kannst, weil wir müssen einfach akzeptieren, auf dieser Welt gibt es Ungleichgewichte, aber auch oftmals immer kurzfristig, also immer kurzfristig, langfristig nicht mehr. Und es passieren oft einfach Dinge, die du nicht so ganz beeinflussen kannst, ja, die passieren. Aber im Prinzip hast du es auf lange Sicht immer in der eigenen Hand. Also alles kommt von dir und du bist für dein Glück verantwortlich. Und vor allem, wenn wir unsere Ziele betrachten, die wir hier in dieser westlichen Welt uns immer vornehmen. Das heißt vor allem jetzt mal bezogen aufs Abnehmen, vor allem bezogen auf Karriereziele, die ihr euch setzt, auf Ziele in der Beziehung, die ihr euch setzt, familiäre Ziele, Ziele für die Zukunft. Ne? Wenn es jetzt nicht wirklich um Überleben geht, weil ihr vielleicht in einem Ort aufgewachsen seid, wo es einfach nicht sicher ist. Ja, ne, auch da ist es vielleicht jetzt gerade nicht so einfach, aber es ist trotzdem bei den Gegebenheiten oftmals fair, wie du da jetzt zurechtkommst und was du tust, weil du kannst jetzt in die Aktion kommen und voll viele Dinge arrangieren, tun, machen, vielleicht sogar, dass du aus dem Land rauskommst. Natürlich können Sachen passieren, die unerwartet kommen, ne? Dass du vielleicht doch irgendeinen Anschlag mitbekommst, was da wirklich passiert. Und du hast jetzt da plötzlich wieder ein Problem. Aber auch wenn dir unerwartete Dinge passieren, aus dem Nichts, die du nicht kontrollieren kannst, auch da kannst du wieder für dein eigenes Glück eintreten. Das heißt, egal wie schlimm deine Situation ist, egal wie schwierig sie ist, es gibt immer einen besten Move, den du machen kannst. Und es gibt immer gute Dinge, die du tun kannst, die zu einem besseren, also die zu einem guten Ergebnis führen. Das heißt, egal wo du gerade steckst, egal wie unfair sich vielleicht deine Situation gerade auch anfühlt, also wie unfair sich deine Situation gerade anfühlt, die Welt ist fair. Und wenn du aus den Dingen, die du jetzt hast, die Karten, die du bekommen hast, das Beste machst, dann wirst du immer am Ende des Tages gewinnen. Ja? Dann wirst du keine großen Probleme haben, weil wenn du immer 100% gibst, bekommst du mit den gegebenen Gegebenheiten immer 100% zurück. Ja? Und ja, deswegen, das ist wirklich ein Naturgesetz und deswegen macht es keinen Sinn, sich Druck zu machen. Auf der einen Seite ist es so, dass du die Dinge, die du nicht kontrollieren kannst, also sowieso nicht kontrollieren kannst und deswegen auch also da nichts machen kannst. So, das heißt, ich gebe euch ein anderes Learning mit. Im Prinzip ist es so, dass, also viele sagen immer, boah, ich habe voll viele Probleme, ich habe ein Problem hier und da. Und ich frage mich immer, okay, warte mal, diese Sache, die mir gerade irgendwie dazwischen kommt, um herauszufinden, ob das ein Problem ist. Da frage ich mich immer, erstens, kann ich die Sache lösen oder kann ich sie nicht lösen? Also habe ich einen Einfluss auf die Sache oder habe ich keinen Einfluss auf die Sache? Wenn ich ein Problem habe, aber keinen Einfluss auf dieses Problem habe, habe ich kein Problem. Wenn ich das Problem lösen kann, dann frage ich mich immer, was, wenn ich das lösen kann, was ist die Lösung und kann ich das lösen, kann ich es nicht lösen? Wenn ich da auch eine Lösung habe, die ich nicht lösen kann, dann habe ich auch kein Problem. Und wenn ich ein Problem habe, was ich lösen kann und wo ich herausfinden kann, wie ich es lösen kann, dann habe ich kein Problem, dann habe ich eine gegebene Aufgabe. Das heißt, Probleme gibt es in meiner Welt nicht, es gibt immer nur gegebene Aufgaben. Und wenn du ein Problem nicht verändern kannst, da keine Kontrolle darüber hast, dann ist es kein Problem, du hast kein Problem, weil du kannst sowieso nicht verändern. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass es keinen Sinn macht, euch da Druck zu machen, weil erstens die Dinge, die euch passieren, die passieren, Schicksal, Karma von den Generationen davor, was auch immer, wie ihr es betiteln wollt, passiert. Ihr könnt nichts machen. Und wenn ihr könnt, das Einzige, was ihr machen könnt, ist dann aus der Situation das Beste zu machen. Und wenn du da dein Bestes gibst, ich kann es dir garantieren, du kannst dir wirklich Biografien durchlesen von Menschen, die wirklich Schweres durchgemacht haben, von Menschen, die aber auch erfolgreich geworden sind, die haben immer einfach mehr gegeben, die haben immer einfach ein bisschen mehr gemacht, haben das Beste daraus gemacht und immer das Beste zurückbekommen. Ich kenne keine Person, die langfristig erfolgreich ist und glücklich ist, die nicht eine lange, lange Zeit ganz, ganz viel Arbeit reingesteckt hat.
Und das ist ein Gesetz. Das heißt, warum ich auch immer so gelassen und entspannt bin, ist, weil ich weiß, ich stecke jeden Tag 110% Arbeit rein. Jeden Tag gebe ich mein Bestes, sofern ich kann. Und ich weiß, wenn ich das tue, bekomme ich immer das Gleiche zurück. Warum sollte ich mir Druck machen? Ja, okay, dann habe ich vielleicht mal einen Rückschlag. Ne? Von wegen kriege ich Zahlungen nicht, die ich eigentlich erwartet habe. Ne? Oder was mir auch mal passiert ist, plötzlich irgendwie wurde all mein Geld eingefroren. Ne? Als Selbstständiger ist man immer irgendwie halb im Gefängnis mit dem, was man macht. So, plötzlich all dein Geld eingefroren. So. Ich mache mir da keinen Druck, weil ich ja weiß, ich habe so viel gegeben, ich habe so viel gemacht, die Welt ist fair, ich muss es zurückbekommen. Und die Zeit löst die meisten Probleme. Am Ende ist es immer gut geworden. Deswegen auch da so ein Leitspruch von mir immer. Am Ende des Tages alles gut und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. So, und es war nicht das Ende, weil es wurde gut, weil ich habe alles dafür gemacht, immer auf die Ursache konzentriert und dann wurde es immer am Ende des Tages gut. Es hat sich das Beste rausgestellt. So, das heißt, konzentriert euch nicht so stark auf die Wirkung. Es gibt Ursache, es gibt Wirkung. Und die Wirkung, meinetwegen, wenn ihr abnehmen wollt, euer Spiegelbild ist irrelevant. Euer Bankkonto, wenn ihr mehr Geld verdienen wollt, eine Gehaltserhöhung wollt, die Wirkung ist irrelevant. Wenn ihr von mir aus gerade eine Beziehung, eine ernsthafte Beziehung aufbauen wollt, so und die ernsthafte Beziehung, die am Ende entsteht, das ist egal. Es geht nie um die Wirkung, es geht immer um die Ursache. Ihr müsst euch auf die Ursache konzentrieren, nicht auf die Wirkung. Die Wirkung erstens wird euch nie glücklich machen. Ja, also Ergebnisse, Erfolge, die ihr erreicht, das ist wie so ein schwarzes Loch, was die ganze Zeit, wo ihr was reinschmeißen könnt, Erfolg, 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 und es wird euch nicht glücklich machen. Es wird immer weitergehen, das Loch. Du wirst immer mehr wollen. Erfolge werden dich nicht glücklich machen. Was dich glücklich macht, sind die Ursachen, die du jeden Tag setzt. Wenn du einen Tag hast, wo du 10.000 Schritte machst, deine wichtigsten Aufgaben erledigst, zum Sport gehst, deine beste Freundin triffst und alles so abhackst, das ist, egal ob du gerade deinen Traumkörper schon erreicht hast, deine Traumbeziehung schon erreicht hast, den besten Job hast, das macht dich glücklich. Es machen dich immer die Ursachen glücklich, nicht die Wirkung am Ende. Das macht keinen Sinn. Deshalb mach dir keinen Druck, konzentriere dich auf die Ursachen, wo du weißt, wenn ich das hier über den gewissen Zeitraum durchziehe, werde ich erfolgreich sein. Konzentriere dich da drauf und scheiß auf die Wirkung. Egal die Wirkung. Interessiert mich nicht, juckt mich nicht, ist nicht das, was mich glücklich macht. Was meint ihr, warum ich die Power habe, jeden Tag einen Podcast aufzunehmen? Denkt ihr wirklich, dass hier gerade lineares Wachstum ist? Nein, die Podcast-Hörer stagnieren bestimmt seit einem Monat. Seit einem Monat mache ich aber jeden Tag eine Podcast-Folge. Jetzt könnt ihr fragen, warum machst du das? Warum verschwendest du so viel Zeit? Freunde, ich weiß doch, wenn ich das jetzt aber noch, weil die meisten geben, wenn es härter wird, freue ich mich immer, weil dann geben die meisten auf. Ja? Und ich weiß doch, die meisten geben gerade auf und der Erfolg kommt spätestens nach 3, 4, 5, warum ist es nur ein Jahr? Mache ich halt ein Jahr Podcast. Ich weiß, Tipping Point wird kommen. Ich weiß, das wird passieren. Wenn ich so oft hochlade, wenn ich so viel geilen Content gebe, es muss funktionieren. Und selbst wenn nicht, juckt mich auch nicht, weil ich konzentriere mich nicht auf die Wirkung. Es ist egal, ob der Podcast erfolgreich ist. Mir ist auch echt egal, ob du Ergebnisse erzielst. Mir macht das ja einfach Spaß. Mich erfüllt das hier. Und mich erfüllt es auch dann, Feedback zu bekommen. Und ich konzentriere mich auf die Ursache. Und ja, jeden Tag einen Podcast hochzuladen, jeden Tag präsent bei Menschen zu sein, natürlich führt das am Ende des Tages dazu, dass Menschen interessierter an mir werden und mehr mit mir in Interaktion sind und vielleicht auch irgendwann noch mehr von mir lernen wollen, anstatt nur im Monolog, sondern auch mal in einem 1 zu 1. So, natürlich führt das am Ende des Tages dazu, dass ich mehr Coaching-Anfragen bekomme. So, aber mir sind die Coaching-Anfragen scheißegal. Ne? Ich konzentriere mich darauf, dass ich mein Bestes gebe und das mein Bestes. Ich gebe mein Bestes, ich gebe Gas, Gas und das erfüllt mich, nicht die Wirkung. Und das Schöne daran ist ja auch, dass du dann heute schon volle Kanne erfüllt sein kannst. Weil du musst nicht ankommen, weil ob du erfolgreich bist oder ob du nicht erfolgreich bist mit dem Podcast, du machst dasselbe. Du nimmst jeden Tag einen Podcast auf. So, es verändert sich nichts. Das heißt,
Ne? Wenn die Ursachen erst cool und also die erst Spaß machen, wenn die Wirkung da ist, dann fange erst gar nicht an. So, weil wenn die Wirkung da ist, dann das wird vielleicht mal ein Pusher, also wird dich niemals glücklich machen. Mach nur die Dinge, wo du jetzt schon fühlst, das ist geil. Ne? Bei mir jeden Tag einen Sport zu gehen, ob ich in Form bin oder nicht, das juckt mich nicht. Mir macht der Sport Spaß. Meine Ernährung clean zu halten, mich gut zu fühlen, egal ob ich da meinen Körper schon habe, es macht mir jetzt Spaß. Nimm den Druck aus dem Ergebnis raus. Muss nicht morgen funktionieren, von mir aus funktioniert es nicht mal in einem Jahr. Aber ich weiß, wenn ich das so lange durchziehe, selbst wenn ich ganz viel Pech habe, am Ende des Tages, die Person, die nicht aufhört und langfristig durchzieht, wird immer gewinnen, wird immer das Ergebnis bekommen. Und deswegen ganz relaxed zurücklehnen und chillen und jeden Tag einfach die Ursachen machen. Jeden Tag arbeite ich hart dafür, dass ich das Leben habe, weil ich habe jeden Tag no days off. Hier, ich bin gerade im Urlaub eigentlich quasi. Podcast, ganze Ding aufgebaut, Licht aufgebaut, Handy, Podcast-Mikrofon, scheiß drauf. Ich weiß, dass da was getan werden muss. Und wenn ich diese Ursache erfülle, muss ich mir keine Gedanken mehr über das Ergebnis machen. Andersrum, wenn ich immer gucke, boah, war das Ergebnis da? Ah ja, das Ergebnis, ich freue mich. Und ja, dann mache ich es mal weniger. Und dann kommt kein Ergebnis. Ich bin sauer, 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 sauer. Dann kommt ein Ergebnis. Ja, geil. Und dann kommt wieder kein Ergebnis. Und ah, okay, sauer, sauer. Was ist denn für ein Leben? Selbst wenn ich Erfolge habe, interessiert mich das nicht. Weil, schaut mal, ich habe wirklich für jeden Erfolg, den ich in meinem Leben habe, ob es mein Körper ist, meine Beziehung ist, ob es mein Geld ist, egal. Ich habe wirklich mal den vollen Preis bezahlt. Ich habe mehr als Gas gegeben. Für alles, was ich habe, no fucking luck. Das ist alles hart verarbeitet. Warum soll ich mich darüber freuen? Warum soll ich mich darüber freuen, dass ich einen Traumjob habe? Alter, oder jemand anders, also, wow, du hast ja vor allem. Ich habe vollen Preis bezahlt. Ich habe wirklich vollen Preis bezahlt. Ich war jeden Tag im Training. Jeden Tag habe ich meine Ernährung um 1% verbessert. Warum soll ich mich über das Ergebnis freuen? Das ist einfach, das ist so, natürlich habe ich das so. Ich würde eher mir, das ist, na klar, das ist für mich aber, und dadurch, und wenn diese Euphorie weggeht, wow, ich habe das Ergebnis, dann wirst du es auch behalten, weil es ist nicht mehr die Wirkung, das Ergebnis, was dich satisfied, was dich erfüllt, sondern die Arbeit selbst, der Weg ist das Ziel und das macht dir Spaß, das macht dir Bock und deswegen wirst du immer allen voraus sein. Deswegen, wenn du dir Druck machst, dann mach dir bitte Druck auf, dass du gerade die Ursachen nicht erfüllst. Ja? Aber prinzipiell brauchst du dir keinen Druck machen und immer die Ursachen erfüllst. Ja, Misserfolge sind da, ja, Sachen werden nicht klappen. Wenn du weiter dran bleibst, die richtigen Dinge machst, dann bleibst du am Start. Deswegen sollte dich Druck, also solltest du gerade Druck haben, durchatmen und dich einfach nur fragen, gebe ich gerade mein Bestes? Ja? Gebe ich gerade mein Bestes? Ne? Auch wenn ihr jetzt euren Traumkörper erreichen wollt, gebe ich gerade mein Bestes. Und wenn ihr gerade noch kein Coaching und Unterstützung gemacht habt, gebt ihr nicht euer Bestes. So, ihr hättet euch nur Unterstützung holen können. Wenigstens euch mal kostenlos beraten können. So, dann gebt ihr nicht euer Bestes, wenn ihr gerade keine Erfolge habt, nicht vorankommt und niemanden bisher gefragt habt, der euer Ziel schon erreicht hat, ob er euch helfen kann. Ja, dann kannst du auch weiter dann vorm Spiegel stehen und mad sein. Du gibst nicht dein Bestes. So, aber wenn, ich habe mir immer Hilfe geholt, egal welches Problem, ich habe immer mir die beste Person aus dem Bereich rausgepickt, gefragt, hey, kannst du mir helfen? Und es war es immer 10-mal wert, weil ich habe Fehler vermieden, ich habe das Richtige gemacht, ich kam schneller voran und habe viel, viel schneller mein Ziel erreicht, weil ich einfach mit den richtigen Leuten unterwegs war. Ich habe immer das Beste gegeben, war immer bereit, alles reinzugeben, zu investieren, Gas zu geben. Und wisst ihr, deswegen stehe ich auch hier. Und das ist kein Zufall. Wenn man sagt, wow, du stehst da, nix, wow. Das kannst du genauso. I paid the full price. Full price. Bezahl den Preis auch. Investiere all dein Zeit, Geld, Energie da rein. Hast das Ergebnis, aber das Ergebnis wird nicht mal mehr so ein, boah, ja, geil, es wird ein, es gehört mir. Ich hab vollen Preis gezahlt. Es ist genauso, wie ihr euch nicht freut, wenn ihr eine Fitnessstudio-Mitgliedschaft abschließt. Ja, ich bin ins Fitnessstudio. Fitnessstudio. Spätestens nach einem Monat denkt ihr euch, ja, ich habe den Preis bezahlt. Oder ihr kauft euch einen Porsche. Wow, ja, erster Tag, wow, geiles Auto, ja.
2 Monate später, boah, geiler Porsche. Ich habe fucking, keine Ahnung, 200.000 Euro hingelegt. So, ich habe bezahlt. Es ist ausgeglichen. Es ist nicht so, wow, ich habe den gewonnen. Das ist, wow, vor allem den krassen Körper. So, es ist so. Und wenn ihr das hinbekommt und euer Bestes gebt, ja, dann müsst ihr euch keinen Druck mehr machen. Alles ist easy. Es haben nur die Leute Druck, die nicht ihr Bestes geben. Nur die Leute haben Druck, die insgeheim wissen, sie könnten gerade mehr tun. Sie könnten XY-Personen fragen bei einer Frage. Sie könnten es besser machen. Und die Personen müssen Druck haben. Die müssen Stress haben. Leute, die hart arbeiten, die auf dem Boden bleiben, die alles investieren, alles geben, was sie haben, die werden immer an ihr Ziel kommen. Und die brauchen sich auch keinen Druck zu machen. Die geben viel zu viel. Und ja, das ist meine Message heute, 20 Minuten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haben sogar noch vor 0 Uhr fertig bekommen. Werde ich die Podcast-Folge noch vorher schneiden. Und ich würde sagen, wir hören uns morgen. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao.